Hi YouTube, hier ist Mimi und heute mache ich ein What's in my bag Video. Zeige euch mal den ganzen Ramsch, den ich in meiner schönen pinken Tasche habe. Yumi liegt hier vorne. Wir sitzen gerade auf dem Sofa. Also, falls es irgendwie laut wird. So, was ist hier alles drin? Als erstes natürlich Portemonnaie. Das ist so ein Riesenteil zum Aufklappen. Ich zeige euch nicht, was da drin ist. Kein Geld. Ich habe immer nur die Karte dabei. Kein Bargeld irgendwie. Was manchmal ein bisschen ärgerlich ist, wenn man sich nur kurz irgendwie einen Donut oder sowas holen will. Das mit einer Karte bezahlen ist ein bisschen albern. Als nächstes eine Bürste von Elite Professional. Einfach nur zwischendurch, kennt man ja, wenn es windig ist, einmal Haare kämmen. Oder bei der Arbeit, wenn man ein paar Stunden gearbeitet hat, immer dabei. Was zu trinken in meiner coolen neuen Flasche. Die ist von... Kann man das sehen? Vapur. Yumi. Wasserflasche. Das Gute an der Flasche ist, wenn die leer ist, nimmt die überhaupt gar keinen Platz weg, weil das ist so ein dünnes Plastik. Das kann man dann so zusammenfalten. Die nimmt selbst so irgendwie weniger Platz weg als eine normale Wasserflasche. Was ganz gut ist. Und natürlich, wenn sie leer ist, sag mal, spinnst du? Wenn sie leer ist, dann nimmt sie gar keinen Platz weg. Die hat so einen Verschluss, eigentlich ist da noch eine Kappe drüber, aber die habe ich irgendwie liegen lassen. So, den klappt man dann so hoch und dann kann man so trinken. Ah, Junge auch. Mit dem Mist. So, als nächstes ein kleines Notizbüchlein. Irgendwie ist alles orange und nicht pink. Das Ding ist pink. Hallo. Nase weg. Du bist so neugierig, weißt du? So, sieht auf dem Bildschirm irgendwie orange aus, genau wie die. Naja, okay. Die Tasche auch, aber das ist beides richtig pink. Einfach nur ein Notizblock mit Stift, falls einem was einfällt oder falls der Hund was zum Kauen braucht. Guten Appetit. Hör auf, da dran rumzukauen. Als nächstes in der Tasche, hörst du auf? Weg damit jetzt. Du spinnst. Lass die Wasserflasche in Ruhe, auf die abzulecken. Ich trinke da draus. Ja. Als nächstes Emser Pastillen. Wie ihr merkt, bin ich öfter mal heiser. Ich glaube, das liegt daran, dass ich eine Schilddrüsenunterfunktion hat, da hat man das öfter mal, dass man irgendwie die Stimme verliert und deswegen, wenn man viel quatscht, hör doch mal auf damit. Als nächstes auch alles Hundespielzeug hier drin. Hals- und Rachenspray von TTZ bei Halsschmerzen und Hustenreiz. Auch wenn du Hundespielzeug. Also sprüht man sie so in den Hals, wenn es irgendwie kratzt und juckt. Als nächstes Kopfschmerztabletten. Das ist jetzt wirklich nichts für dich, jetzt auch. Kennt ja jeder, wenn man mal Kopfschmerzen kriegt, besser man hat eine Tablette dabei. Oder natürlich, wenn man auf der Arbeit ist, die Kollegen, oh, ich habe Kopfschmerzen, das ist eine Tablette, ist immer gut, wenn man was dabei hat. Als nächstes Kopfhörer. Ich warne dich, dass du da reinbeißt. Kopfhörer ist klar. Handy ist normalerweise auch drin, ist aber jetzt auf dem Tisch. Das nächste ist eine Creme Coconut Island. Riecht schön nach Kokosnuss. Ich mag das gerne im Sommer. Ich creme mir einfach nur hier vorne die Arme ein, damit das hier schön meine Arme und Hände nach Kokosnuss riechen. Dass, wenn man im Sommer in der Bahn sitzt, kann ich den Geruch so ein bisschen übertünchen von den anderen Leuten. Ich weiß nicht. Mehr Leute machen besser als mit dir rumzuspringen oder sowas. Als nächstes ein Carmex Lip Balm. Hält sehr lange. Die sind wirklich sehr gut. Habe ich, glaube ich, bei Rossmann gekauft. Ich weiß nicht. Die sind ein bisschen teurer als so ein normaler Lavello, glaube ich. 3 Euro? 4 Euro? Ungefähr so. Diese Dinger habe ich da reingetan, aber die funktionieren irgendwie nicht. Mattifying Oil Control Paper. Von Catrice.
Ich habe das mal ausprobiert, aber irgendwie habe ich da gar keine Wirkung gesehen. Also ich weiß nicht, die habe ich da reingeschmissen, falls das irgendwann mal nötig ist und ich denke, ich probiere das nochmal aus. Dann mache ich das, ansonsten nö. Dann habe ich noch irgendwie voll viele Tabletten und so ein Kram drin. Taxofit, machen Sie einen Scheiß. So, hier. Bei Müdigkeit und Erschöpfung. Ich bin öfter mal müde, wochenweise ist das. Und es ist scheißegal, wie lange ich schlafe. Ich wache auch trotzdem müde den ganzen Tag über und wenn du dann arbeiten gehen musst, dann nehme ich die gerne mal mit. Falls ich in der Pause denke, ich bin echt müde und ich habe keinen Energy Drink dabei. Ansonsten habe ich auch immer die Dinger mit, wenn ich arbeiten gehe. Der ist schon fast leer. Da ist auch Vitamin B6 und B12 drin. Das ist, das ist auch in Energy Drinks drin. Sowas ähnliches wie Koffein, würde ich sagen. 1 bis 3 Tabletten täglich kann man davon nehmen. Das ist irgendwie so, als ob man einen Energy Drink oder eine Tasse Kaffee getrunken hat. Oder halb so viel ungefähr. Kann man sich den mal reinziehen. Dann habe ich noch als nächstes einen Superstay 24 Stunden Color Lippenstift in der Farbe Raspberry. Der heißt noch was anderes, oder? Ich kann das nicht lesen, das ist zu klein. Und irgendwie blendet das hier. Raspberry irgendwas. Den hatte ich drauf, als ich das letzte Mal, glaube ich, weg gewesen bin. Und dann habe ich den eingesteckt, falls ich diesen Balsam, den macht man ja ab und zu dann nochmal drauf. Und deswegen liegt der da drin, genauso wie der hier. Ein Nude. Der heißt Hey Nude von Catrice. Das ist so ein Nude Lipstick. Einfach nur mal, wenn man vielleicht gar keinen Lippenstift drauf hat und man dann denkt, ach, ich hätte jetzt aber gern welchen, wenn man unterwegs ist oder die Lippen trocken sind. Einmal Nude. Falls man sich es anders überlegen, doch gerne Lippenstift drauf machen möchte. Dann noch von Catrice. Alles Catrice hier drin irgendwie. Ultimate Lip Glow. Das ist mein absolutes Lieblingsteil von allen. Das ist irgendwie kein richtiger Lippenstift. Der soll einfach nur deine natürliche Lippenfarbe verstärken. Und irgendwie die Farbe ist so ein bisschen, also wenn ich den auftrage, ist der so ein bisschen pink. Aber nicht doll, sondern einfach nur so wie natürliche Lippenfarbe, bloß ein bisschen pinker. Aber halt auch durchsichtig. Das sieht nicht aus, als ob man Lippenstift drauf hat, sondern einfach nur so ein bisschen farbiger. Das soll bei jedem anders sein. Also je nachdem, was für eine Farbe deine Lippen haben, wird die Farbe hier anders. Und der ist echt super. Den liebe ich. Den habe ich immer dabei. Und das war's auch schon. Ja, das war's. Bye, bye. Ein kleines Glätteisen, was ein Lockenstab immer ein Föhn dabei hat. Wo kommst du denn her? Meine Packung Backbrötchen in der Tasche. Oh, ich habe auch immer eine Pfanne in der Tasche. Oh. Irgendwie cool. Wie eine Mütze. Wie ein Käppi. So, bis zum nächsten Mal. Bye bye.